Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte Ihnen mein neuestes Projekt vorstellen. Im Hintergrund sehen Sie ein Blissé. Das Blissé möchte ich ersetzen mit einem Vorhang, zweiteilig. Dazu benötige ich ein Schienensystem, das ich unterhalb des Hubbetts befestigen kann und den Vorhang führen kann, auch im vorderen Teil unter dem Bett, weil da das Hubbett etwas nach oben gewölbt ist. Das Schienensystem muss so gewählt sein, dass diese Wölbung überbrückt werden kann ohne Hilfskonstruktion. Ich habe deshalb mit meinem Wohnmobilhändler gesprochen, der liefert mir das ganze System komplett montiert mit zweiteiligem Vorhang und inklusive Montage. Wenn der Vorhang offen ist, wird er links und rechts mit einer Bordüre befestigt. Hier sehen Sie das ganze komplette Schienensystem, das selber von der Firma Welti montiert wurde. Nachts ist der Vorhang schön blickdicht und schließt auch schön ab und es gibt ein molliges, schönes Wärmeklima im Führerhaus. Hier oben sehen Sie den Lautsprecher. Mit dem Radius der Vorhangschiene wurde dieser Lautsprecher schön umfahren. Hier den Verschluss zweiteilig hinter dem Steuerrad. Hier kann der Vorhang geteilt werden und verschlossen werden mit einem Magnetband. Unter Tag kann links und rechts der Vorhang in die andere Richtung geschoben werden, so dass wunderbar Tageslicht in die Führerkabine reinfällt und so auch am Tisch gearbeitet werden kann bzw. gegessen oder was auch immer. Komplettiert wird das System mit einer Stange, welche den Vorhang in die Position schieben kann. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch oder ein Abonnement oder einen Kommentar. Besten Dank für das Anschauen meines Videos.